Gemmeke für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, bereits unter Schwarz-Gelb haben wir das Thema psychische Belastungen heftig diskutiert und Maßnahmen gefordert und im Übrigen auch die SPD. Die damalige Ministerin von der Leyen hat dann ja auch eine Studie auf den Weg gebracht. Erst jetzt liegen diese Ergebnisse vor und es besteht wenig überraschend Handlungsbedarf. Das dauert einfach alles zu lang. Sie, die Regierungsfraktion, haben bei diesem Thema sich einfach untätig durch diese Legislaturperiode gemogelt, und das ist nicht akzeptabel. Die Arbeitswelt hat sich verdichtet und beschleunigt. Das wissen wir schon lange. Wer mehr arbeitet, unregelmäßig oder nicht planbar arbeitet, dem fehlen einfach Erholungszeiten. Häufig ist die Personaldecke zu dünn. Über 50% der Beschäftigten sind gehetzt bei der Arbeit. Steigende Arbeitsintensität, hohe Leistungsanforderungen. Wer diesem Stress ausgeliefert ist, wer das Gefühl hat, die Arbeit nicht zu schaffen, bei dem wird das Selbstwertgefühl brüchig. Das Arbeitsleben macht Tempo, und das schon seit vielen Jahren. Und die Beschäftigten geht deswegen zunehmend die Puste aus. Sie, die Regierungsfraktion, hätten darauf schon lange reagieren müssen. Die Arbeitgeber müssen sensibilisiert werden. Das kommt nicht von alleine, Herr Lagoski. Sie müssen wissen, wann und wie Stress entsteht und vor allem, wie dieser Stress auch vermieden werden kann. Das Arbeitsschutzgesetz muss also konkretisiert werden mit einer Verordnung. Und deshalb werden wir heute auch dem Antrag zustimmen. Denn nur so bekommen die Arbeitgeber und die Betriebsräte ein Werkzeug an die Hand, damit sie Lösungen gegen Stress, gegen ständige Erreichbarkeit oder Arbeitsverdichtung entwickeln können. Und das ist dringend notwendig, denn es geht immerhin um die Gesundheit der Beschäftigten. Und ein Aspekt dabei ist uns Grünen besonders wichtig, und zwar die Arbeitszeit. Auch die Studie, es wurde schon gesagt, psychische Gesundheit in der Arbeitswelt von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin bezeichnet Länge, Lage und Flexibilität der Arbeitszeit als relevant für die Gesundheit von Beschäftigten. Und als positiv wird beurteilt, wenn die Beschäftigten Einfluss nehmen können auf die Gestaltung ihrer Arbeitszeit. Die Beschäftigten brauchen also Zeitsouveränität, und genau das fordern wir ja heute in unserem Antrag, und damit besteht ein Zusammenhang. Wenn die Arbeitszeit beweglicher wird, dann sind die Beschäftigten natürlich weniger gestresst und weniger gehetzt, und vor allem wünschen sich die Menschen, vor allem die Frauen, mehr Zeitsouveränität, damit ihre Arbeit besser ins eigene Leben passt. Die Linke fordert das mit dem zweiten Antrag auch, aber anders als wir Grünen. Sie wollen ja die Wochenhöchstarbeitszeit auf 40 Stunden absenken. Das lehnen wir ab. Mit mehr Zeitsouveränität für die Beschäftigten funktioniert eben nicht in einem engen und starren Rahmen. Die Beschäftigten brauchen die Freiheit, dass sie auch mal in einer Woche ein bisschen mehr arbeiten können, um dann in einer anderen Woche mehr frei zu haben. Aber natürlich brauchen die Beschäftigten Schutz, denn wir wollen ja Zeitsouveränität ermöglichen und eben nicht grenzenlose Arbeit. Aber dafür reicht das Arbeitszeitgesetz so, wie es heute ist. Wir Grünen haben dafür andere Forderungen. Wir wollen, dass die Beschäftigten mehr Mitspracherecht bei der Arbeitszeit erhalten. Denn auch so wird dann Stress reduziert. Weil die Beschäftigten häufig mit ihrem Arbeitsumfang nicht zufrieden sind, wollen wir Vollzeit neu definieren als flexiblen Arbeitszeitkorridor zwischen 30 und 40 Stunden. Und ganz wichtig, mit einem Rückkehrrecht ergänzen. Auf das Rückkehrrecht warten wir ja noch immer in dieser Legislaturperiode. Andere wollen gerne etwas später anfangen wegen der Kinder. Andere brauchen einen freien Nachmittag für die alten Eltern. Und andere wünschen sich einen Tag Homeoffice, um sich die Fahrzeit ins Büro zu sparen. Und deshalb sollen die Beschäftigten auch mehr Mitspracherechte bekommen, wann und wo sie arbeiten. So entsteht Zeitsouveränität, und das ist bitter nötig, denn Arbeitszeit ist Lebenszeit.
Heute liegen also verschiedene Vorschläge auf dem Tisch, um den Stress in der Arbeitswelt zu reduzieren. Die Opposition nimmt das Thema also ernst und hat Konzepte entwickelt. Sie, die Regierungsfraktionen, aber haben das Thema 4 Jahre lang ganz einfach verschleppt. So werden Sie Ihrer Verantwortung für die Gesundheit der Beschäftigten aber nicht gerecht. Vielen Dank. Als nächste Rede.